Hallo liebe Anime-Freunde, willkommen zurück bei 5 Minutes Random. Mein Name ist Michael, sein Name ist Ai. Und wir präsentieren euch den dritten Teil von Episode 17 und drücken auf den Random-Button. Ja, heute mal was Entspanntes dabei gewesen. Schöne Sache eigentlich. Mal ein schöner Mecha-Anime. Harmlos, nette Sache. Was sagst du dazu? Irgendwas? Das ist die Anime-Serie zu Valkyria Chronicles. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Ich habe aber nichts davon gesehen. Insofern können wir es machen. Ich auch nicht. Wir haben Action, Military. Also es ist auf jeden Fall verbunden. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Ich meine, das Spiel war zuerst da. Es hängt zusammen mit einem PlayStation 3 Spiel. Okay, so, das ist die. Davon habe ich auch schon gehört. Ich habe selber nicht gespielt. Ach, weißt du was? Wir machen das mal. Siehst du, lieber Zuschauer, da steht. Pass auf. Ich gucke währenddessen weiter. Max sucht das Spiel. Weil das tatsächlich gut ist, halte ich das jetzt mal eiskalt hier in die Kamera. Hier, falls ihr eine PlayStation 3 habt und ihr habt es noch nicht gezockt. Das ist wirklich ein nettes Spiel. Und wir gucken mal. Der Anime soll schlecht sein, habe ich allerdings gehört. Mal sehen. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Hintergrundgeschichte. Ah ja, die kenne ich ja zum Glück. Hat einen Vorteil. Dann erzähl doch mal. Ach Gottchen, ja, es geht um ein fiktives Pseudo-Europa, was sich im Krieg befindet mit dem Rest von den Umländern. Es ist so eine Art Pseudo-Erste-Zweite-Weltkrieg-Misch-Setting. Es gibt ein verfolgtes Volk, sozusagen so eine Kultur, wo man auch so gewisse Anleihen und Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg ziehen könnte. Es geht um Krieg, es ist so ein bisschen Steampunk-like, das Design ist definitiv auch zu alt für den Zweiten Weltkrieg, aber ja, da ungefähr bewegt es sich. Und ich habe keine Ahnung, wie die Serie dazu gemacht ist, ob die jetzt wirklich sich großartig mit dem Kriegssetting beschäftigt oder eher Slice of Life ist. Sieht ja ein bisschen historischer aus als das, was du erzählt hast. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Das Design ist so, wie gesagt, aber sie haben halt auch relativ moderne Schusswaffen. Das ist halt, wie gesagt, die Waffentechnik ist Erster Weltkrieg, das Setting ist Zweiter Weltkrieg und das Aussehen ist Mittelalter. Okay. Und das Ganze drumherum ist aber auch mit viel Fiktion und so. Es gibt dann halt die Walküren, die ein antikes Volk sind. Klingt ja wirklich ganz spannend. Ja, Gott, Lago, wie heißen die alle? Ich hab gerade ein Schwein mit Flügeln gesehen. Hans, glaube ich. Hans heißt das Schwein. Es hat einen sehr witzigen deutschen Namen, ja. Ja, alles, wie gesagt, die Charaktere, die man sonst noch aus dem Spiel aber kennt. Aber das sieht ja jetzt immer wirklich eigentlich nach dem aus, was ich mir gerne angucke. Action. Mhm. Das Ding ist einfach, das Spiel war wirklich ziemlich gut und ich glaube einfach, die Serie kann da nicht mithalten. Das aber wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, dann kann ich möglicherweise meinen Spaß daraus ziehen. Ja. Wie heißt du eigentlich? Welcome, Gunther. Richtig. Insert Main Character hier heißt er. Ja, siehst du, das Mädel, er ist der Kerl, genau. Und überhaupt. Ist jetzt aber optisch auch nicht hinter dem Zahn der Zeit, ne? Also es sieht schon vernünftig aus. Das ist Brühl, die Geburtsstadt von Alicia. Und Galleon ist das Land, in dem sie leben. Genau, Galleon, ja, in Anlehnung an Gallia. Was hat er denn nach dem Schild oben drauf? Die Windmühlen von der Stadt? Ja. Das sind, glaube ich, das ist der Schutztrupp der Stadt selbst. Man könnte aber auch sagen, die Würstchen. Also, sieht schon ein bisschen lustiger aus. Das Design ist ganz hübsch dem des Spiels nachempfunden. Das Spiel ist nämlich eigentlich auch optisch grandios, weil es erstens den Anime-Look hat, dann natürlich so Cell-Shading-Technik benutzt und die Schatten sind halt auch immer so gezeichnet, wie man das hier sieht. Ne? Du weißt schon, so mit Schattierungen, die so gezogen sind. Yep. Also ich würde sagen, es ragt nicht heraus, was Anime-Grafik angeht, aber es ist in Ordnung. Ja. Ja, witzig, dass ich hier mal die Gelegenheit habe, da mal reinzugucken. Tja, was 5 Minutes Random nicht alles ermöglicht. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Gut, und weißt du, was für eine Geschichte wir jetzt haben, oder ist das Original-Content? Ich könnte mir vorstellen, es ist die Story vom Spiel und dann sind wir jetzt wahrscheinlich noch kurz vor Kriegsausbruch. Okay, also das würde ja auch dafür sprechen, dass die ganzen Leute Vorräte und andere Dinge transportieren. Das siehst du ja im Hintergrund. Mhm. Hier übrigens tatsächlich mal der Hintergrund animiert. Ja. Das muss man dem Anime zugute halten. Das kostet extra und es hat aber natürlich auch einen Effekt. Man hat wirklich das Gefühl, dass da gerade Leute irgendwie die Stadt verlassen. Sie haben echte Statisten eingebaut. Ja. Ja, das Charakterdesign im Spiel ist aber noch ein bisschen ansprechender. Aber interessant ist, dass die Haare so eine Holzmaserung haben. Wie gesagt, die Schatten in diesem Franchise sind alle so gezeichnet. Alle Schattierungen sind, wie gesagt, so, als ob man sie mit so einem Kohlestück oder so gezeichnet hätte.
Ich finde es nicht unbedingt schlecht. Das Spiel selbst sieht richtig gut aus. Wie gesagt, das hier ist ein bisschen drunter von der Qualität her. Okay. Es ist dann auch 3D, aber es sieht wirklich überzeugend aus. Ja, es war auch Military, ne? Muss es sein. Bei der Geschichte, wie gesagt, geht nicht ohne. Sie befinden sich nachher im Prinzip die ganze Zeit zwischen den zwei Frontenkrieg und sie sind ein kleines Land in der Mitte, was von beiden auf die Fresse kriegt. Von zwei Supermächten. Also, bisher gefällt mir Folge 17 sehr gut. Zweimal schöne Sachen, die wir uns da anschauen. Mhm. Ja. Das klingt mir sehr, als ob es der Anfang vom Spiel wäre. Also wahrscheinlich wird es einfach der Plot vom Spiel sein. Okay. Das Spiel ist auch sehr japanisch. Also es hat auch ohne Ende Cutscenes. Manchen Leuten noch viel zu viel. Erzählt unglaublich viel Plot und ist ein bisschen visual novelig aufgezogen in den Cutscenes. Aber ganz schön eigentlich gemacht. Und wir werden einfach reingeschmissen. Wir wissen jetzt nicht, wer Mr. Larkin ist oder ähnliches. Ich kann dir nur so viel sagen, dass Mr. Larkin nicht wichtig ist, weil ich ihn sonst kennen müsste. Also okay. Das war der kleine Eindruck hiervon. Ja. Und das war auch das Ende von Episode 17. Schön, dass ihr dabei wart bei 5 Minutes Random. Und schaut auf unseren YouTube- oder Dailymotion-Kanal für weiteren Content. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.